Straubing gegen Schwenningen. Da will keiner den Anschluss Richtung Pre-Playoffs verlieren. Die Schwarzwälder mit dem besseren Start. Fleury mit seinem 15. Saisontor bei Straubinger Unterzahl. Es ist die 5. Minute. Die Gastgeber sind wild entschlossen, endlich wieder zu punkten. Viel Willen ist zu sehen, aber wenig geradliniges Spiel. Das zeigen die Schwenninger, die sich im Tigers-Drittel förmlich einnisten. Pol mit dem 0:2 zu Ende des ersten Drittels. Denn ein Anschlusstreffer der Niederbayern wird die Anerkennung verweigert. Torraum abseits, sagen die Schiedsrichter nach dem Videostudium. Im Mitteldrittel zeigen sich die Schwächen der Tigers. Die Nichtverwertung selbst klarster Torchancen. Trotzdem kann O'Connor den Anschlusstreffer erzielen. Oder doch nicht? Der Schiedsrichter zeigt's an. Glotze gucken. Videobeweis ist erneut angesagt. Ein hoher Stock soll im Spiel gewesen sein. Doch diesmal zählt das Tor. Straubing mit neuem Schwung noch dazu in Überzahl. Aber dann der Schwenninger Konter, das 1:3. Stasny und die Leichtigkeit des erfolgreichen Eishockeys. Im Schlussdrittel zeigen die Gastgeber dann, dass sie das auch können, schnell zu kontern. O'Connor mit seinem 2. Streich. Und noch sind 17 Minuten zu spielen. Viel Zeit also. Aber die Verunsicherung ist förmlich greifbar. Nach dem schlechten November, angefangen von Tuukka Kleimi, über das gesamte Team. Es fehlt nicht am Einsatz, wohl aber an der Entschlossenheit. Und so bleibt es beim 2:3. Und Schwenningen zieht in der Tabelle an Straubing vorbei.